Wir wollen das schwierige Thema Cholesterinsenkung ansprechen, besprechen. Fast jeder Zweite hört vom Arzt, dass er zu hohes Cholesterin hat, das unbedingt gesenkt werden muss. Und vielleicht zuerst, Andrea, bei welchem Wert würdest du Cholesterin überhaupt senken? Wann würde ich anfangen? Ja, Frage ist, was hat der für eine Vorgeschichte? Also ich finde das extrem wichtig. Wenn einer nur ein hohes Cholesterin hat von 8, 9 und er hat überhaupt keine Vorgeschichte, ja, da fange ich eher nicht an. Wenn aber jetzt jemand schon x-mal Herzinfarkte hatte, da überlege ich mir, die haben ja dann sowieso schon den Cholesterinsenker. Aber da denke ich, da versuche ich es zumindest mal zu reduzieren. Nach einem Herzinfarkt kommen eigentlich alle mit einem Cholesterinsenker nach Hause, auch wenn das Cholesterin gar nicht hoch war. Verrückt und hochdosiert, oder? Also die kriegen 40 und mehr Milligramm. Kennst du die Funktion von oxidiertem LDL? Nein. Also ich habe gelernt, dass eben nur dieses oxidierte LDL überhaupt schädlich ist. Wir behandeln ja einfach jedes hohe LDL, aber längst nicht jedes hohe ist aus meiner Sicht schädlich, eben nur wenn das Oxidierte hoch ist, und das ist relativ selten der Fall. Ich messe das oft dazu. Und die Beurteilung, ob eine Behandlung nötig ist, macht es einen Sinn, zum Beispiel die Halsschlagader anzuschauen im Ultraschall und zu sehen, sind da Ablagerungen oder ist das Gefäß frei? Spielt das für dich eine Rolle? Ja, sehr, sehr. Oder wenn jemand mit einer Sklerose, sei das Koronarsklerose oder halt eben Halsschlagadersklerose, also Koronarsklerose von den Herzkranzgefäßen, ob da jemand total glattwandige Gefäße hat, ist entscheidend. Ich würde niemals ein Cholesterin behandeln, wenn die Gefäße völlig glatt sind. Ja, da bin ich völlig einverstanden. Ja. Kennst du Gründe, warum wir überhaupt Cholesterin nicht senken sollten, sondern einen gewissen Spiegel sinnvoll ist? Ja, also Cholesterin ist ja grundsätzlich eine Substanz, ein Molekül, das wir dringend brauchen. Es ist ja lebensnotwendig. Es ist eingebaut in vielen Hormonen und es ist auch im Vitamin D, das wir selber bilden, eingebaut. Das heißt, wir brauchen Cholesterin. Wie du sagst, oder? Cholesterin hat sehr viele positive Funktionen im Körper und ist ein notwendiger Stoff. Das ist nicht einfach ein Übeltäter, oder? Oder ein Gift, oder? Sondern biologisch wichtig. Und es wird Angst gemacht, gell? Ja. Also, das ist ein Problem. Es wird Angst gemacht mit hohem Cholesterin. Wenn man die Ursachen anschaut für Arterienverkalkung, deswegen senken wir ja den Cholesterinspiegel, um quasi Arterienverkalkung zu verhindern. Das heißt später Hirnschlag, Herzinfarkte will man verhindern. Aber in der Statistik sind ja andere Faktoren höher oben, also gar nicht das Cholesterin als Hauptursache. Ich denke, Hauptursache sind die Gefäßwände. Das schon, aber ich meine, die äußeren Noxen, oder die, was dazukommt. Rauchen als Beispiel. Okay. Ja. Habe ich jetzt gerade nicht so im Zusammenhang. Aha. Also mit erhöhtem Cholesterin? Nein, das Rauchen erhöht nicht das Cholesterin, aber es schädigt die Gefäße. Gefäßwände. Und es erhöht die Arterienverkalkung. Also Rauchen ist viel schlimmer als ein hohes Cholesterin, das will absolut. Ich sagen. Absolut. Und der Zucker eben auch. In der Bevölkerung in Europa sind etwa 10% Diabetiker, die haben alle viel zu hohe Zuckerspiegel. Und das schädigt die Gefäßwände mehr als Cholesterin. Ja. Aber da wird kaum jeder darüber gesprochen. Ja, vor allem eben, weil ja diese Noxen, diese toxischen Substanzen gehen direkt auf die Gefäßwände. Beim Cholesterin behauptet man ja, dass es sich einlagert. Ja. Ich habe nie Cholesterin gefunden. Ich habe mal auf der Pathologie gearbeitet und diese Präparate angeschaut. Wir haben nie Cholesterinkristalle in den Gefäßwänden gefunden. Ja. Jetzt aber was können die Patienten natürlich machen, wenn sie ein hohes Cholesterin haben und das nicht senken wollen? Ich habe gute Erfahrungen mit Mariendistel.
Hat es früher, ich glaube mittlerweile ist es leider nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt, hat es das Präparat Legalon gegeben. Das habe ich oft abgegeben, um die Leber zu beruhigen quasi. Artischocke habe ich auch versucht. Hat immer mal wieder geklappt, aber nicht immer. Ist individuell. Ich finde es wichtig, dass wir auch messen, dass wir wirklich sagen, wir machen das Cholesterin, nimm das mal 3 bis 6 Monate und dann messen wir es noch einmal und schauen, ob du jetzt ein Typ bist für Mariendistel oder nicht. Dann, was ich auch jetzt hier gelernt habe vor allem, ist das OPC, was offenbar sehr, sehr gut hilft bei Cholesterin. Ja. Genau. Also was ich gebe Omega-3-Fettsäuren und Vitamin K2 und eben OPC, also die Traubenkernextrakte. Und in dieser Dreierkombination habe ich einen optimalen Schutz der Gefäßschicht, sodass auch sich Cholesterin nicht anlagern kann, obwohl es das sowieso nicht macht. Aber dann, so habe ich die Gefäße auch vor anderen Faktoren geschützt. Das sind so meine Behandlungsansätze. Aber wir sind am Lernen und ich staune immer mehr, wie viele gute, natürliche Methoden möglich sind.